Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über eine Plattform sprechen, die ich persönlich für eine absolute Goldgrube halte. Doch die wenigsten Leute kennen diese Plattform. Bei dieser Plattform handelt es sich um EduBirdie. Und hier oben steht es auch, es handelt sich dabei um eine Writing-Plattform. Das heißt, ihr könnt damit Geld verdienen, Texte zu schreiben. Ihr könnt aber hier auf der Plattform auch ein Flipping-Modell nutzen, weil ich denke, viele von euch haben sicherlich schon gesehen, dass der ganze Text hier auf Englisch ist. Und es gibt auch keinen Button, das Ganze einfach mal ins Deutsche zu übersetzen, sondern alles ist auf Englisch. Es ist eine englischsprachige Plattform. Wie soll man also hier auf der Plattform Geld verdienen, wenn man vielleicht nicht so gut Englisch kann? Keine Sorge, darum soll es heute hier in diesem Video gehen, nämlich wie ihr ein Flipping-Modell aufziehen könnt. Das heißt, wie ihr zum Beispiel jemanden findet, der für euch die eigentlichen Artikel schreibt. Ihr müsst sie einfach nur annehmen, müsst sie weiterleiten und könnt damit Geld verdienen. Das Tolle ist, auf EduBirdie müsst ihr kein Geld zahlen, um euch anmelden zu können. Auf vielen anderen Plattformen ist das zum Beispiel so wie Pross, wo man dann zum Beispiel eine spezifische Summe jedes Jahr zahlen muss, um auf die Aufträge sich bewerben zu können. Hier ist das Ganze wirklich anders, nämlich ihr müsst angenommen werden. Das heißt, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, einfach nur einen Account zu erstellen und dann direkt loszulegen. Das heißt, ihr müsst durch einen Bewerbungsprozess durch. Dieser Bewerbungsprozess ist auch ein wenig komplizierter. Das heißt, der ist nicht sonderlich einfach. Aber wenn ihr erstmal durchgekommen seid, dann kann ich euch gleich ein paar Tipps geben. Dann habt ihr halt Zugriff auf Hunderte, manchmal sogar Tausende von Aufträgen zur selben Zeit, könnt diese weiterleiten und könnt euch damit eine goldene Nase verdienen. Bevor ich hier noch mit euch über diese Plattform hier drüber gehe, auch nochmal eine kurze Info. Ich denke, viele von euch haben vielleicht schon den Kanal Team Leon abonniert. Viele von euch kennen sicherlich auch Leon Kramer, mit dem ich zusammen diesen Kanal hier gestartet habe. Und wir hatten jetzt für einige Zeit keinen Content mehr hochgeladen, jetzt geht es aber wieder richtig, richtig los und wir publizieren wieder regelmäßig neuen Content für euch hier auf diesem Kanal. Deswegen schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort befindet sich ein Link zu diesem Kanal. Am besten einmal kurz hier auf den Abonnieren-Button draufklicken und dann daneben auf die Glocke, dann verpasst ihr auch keine mehr von den Notifikationen und auch gerne den Kanal von Leon Kramer abonnieren. Und genau, schaut wie gesagt deswegen gerne mal in die Videobeschreibung rein, dort habe ich euch beides verlinkt, nämlich einmal den Team Leon-Kanal und auch nochmal den Kanal von Leon Kramer. Ich denke, ihr werdet hier auf dem Kanal viele, viele Informationen finden, die ihr auf diesem Kanal nicht gefunden habt. Wir haben viel exklusiven Content für euch produziert und wir hatten das jetzt schon für einige Monate gemacht und jetzt geht es wieder richtig los und wir publizieren für euch viel Content. Übrigens, wir haben auch ein Projekt, das wir relativ bald zusammen rausbringen und ich denke, das wird euch wirklich aus den Socken hauen, aber mehr Infos dazu später. Deswegen Link zum Kanal befindet sich in der Videobeschreibung drin. Kommen wir dann zurück zum eigentlichen Thema vom heutigen Video, nämlich der Plattform EduBirdie. Also, wie könnt ihr hier starten. Das erste, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst hier oben auf Writers draufklicken. Sobald ihr es getan habt, könnt ihr hier alle möglichen Writers einsehen. Zum Beispiel sieht man hier, diese Person nennt sich einfach nur Get Done oder Professor Jacqueline oder hier Professor Agnes, dann Professor Dr. Angelina und so weiter und so fort. Und viele von denen sind natürlich auch tatsächlich Professoren. Und da werden sicherlich einige von euch sich fragen, wie soll ich denn mit solchen Leuten mithalten? Keine Sorge, das hier ist wirklich die Creme de la Creme. Das sind die erfolgreichsten Autoren hier auf dieser Plattform. Nämlich, es handelt sich hierbei um eine Plattform, wo vor allen Dingen sehr viel Wissenschaftliches gemacht wird. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht zwingend irgendwelche wissenschaftlichen Artikel schreiben. Ja, das ist tatsächlich eine Dienstleistung, die angeboten wird, aber ich persönlich halte mich davon fern, weil es etwas ist, was hier in Deutschland so ein bisschen kritisch ist. In Amerika ist das Ganze gang und gäbe, absolut kein Ding. Das ist halt hier auch eine amerikanische Plattform. Dennoch versuche ich nur die Dinge umzusetzen, die ich persönlich für risikoarm halte. Wenn wir hier wieder zurück nach oben scrollen, dann können wir Folgendes sehen, nämlich die Services. Und ihr seht schon bereits, dass die Plattform relativ viele unterschiedliche Services anbietet. Und zum Beispiel in meinem Fall sage ich mir persönlich, okay, ich möchte jetzt keine Term Papers schreiben oder zum Beispiel, sagen wir mal, keine Research Papers oder sowas. Was für mich zum Beispiel interessant ist, ist Speeches zu schreiben, also Reden zu schreiben oder zum Beispiel Präsentationen vorzubereiten oder zum Beispiel Essay Editing zu machen oder Dissertation Editing oder zum Beispiel Research Paper Editing. Das heißt Dinge, wo ich jetzt persönlich kein weiteres Wissen mit einbringen muss, sondern wo ich einfach nur korrigiere, was eine Person geschrieben hat. Und hier geht es jetzt nicht um die fachliche Korrektur, sondern es geht hier vor allen Dingen um die Korrektur der Rechtschreibung und der Grammatik. Jetzt natürlich die Frage, wie genau kann man das am besten umsetzen? Ihr müsst euch anmelden, dazu klickt ihr hier oben auf Writers drauf. Sobald ihr es getan habt, könnt ihr hier nach unten scrollen, habt dann hier den Hiring Process und der beginnt einfach nur mit der Registration. Das heißt, ihr müsst dann praktisch hier ganz nach unten scrollen, das werdet ihr auch gleich sehen. Da gibt es dann hier unten folgenden Button, nämlich Write for EduBirdie und dort müsst ihr draufklicken. Anschließend dann, sobald ihr euch registriert habt, wird eine Testwriting stattfinden. Das heißt, ihr müsst zeigen, dass ihr auch tatsächlich gut schreiben könnt. Dieser Test, der dauert 30 Minuten und wenn ihr das geschafft habt, dann werdet ihr, wie gesagt, zum nächsten Schritt weitergelassen, das sind dann nur noch 35,2%, dann müsst ihr ein Essay schreiben und wenn ihr dort dann weitergelassen werdet, dann sind es halt wie gesagt nur noch 10% und dann Documents Verification, das heißt, ihr müsst nochmal, sag jetzt mal, eure Dokumente verifizieren lassen, auch nochmal euren, sag jetzt mal, Lebenslauf verifizieren lassen und dann werdet ihr zugelassen auf diese Plattform und das sind dann, wie gesagt, nur 7,87% von den Leuten, die sich tatsächlich auf der Plattform beworben haben. Und wenn ihr das dann tatsächlich aber geschafft habt, dann könnt ihr halt direkt loslegen und könnt über die Plattform Geld verdienen. Ihr müsst, wie gesagt, einfach nur diese
diese Form hier ausfüllen, also Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, dann natürlich auch, mit welchen drei Themen ihr euch auskennt. Übrigens, in meinem Fall hatte ich damals nur Mathematik und Economics angegeben. Das heißt, ich würde jetzt hier runterscrollen, nochmal kurz zu Mathematics, und das waren die beiden Dinge, die ich angegeben habe. Dann hatte ich gesagt, ich habe 2 bis 4 Jahre Erfahrung, habe dann hier meinen Lebenslauf hochgeladen, anschließend dann muss ich nur hier unten auf Apply draufklicken. Und dann werdet ihr relativ bald eine E-Mail bekommen, wo ihr dann am Test teilnehmen könnt. Und wenn ihr diesen Test bestanden habt, dann werdet ihr halt weitergeleitet, müsst ein Essay schreiben. Und wenn ihr den dann abgeliefert habt, dann werdet ihr angenommen. Und ich weiß, der Prozess, der ist im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Plattformen deutlich komplizierter. Aber das ist es auch wirklich wert. Das heißt, wenn ihr angenommen werdet, dann kann man hier gut und gerne mit 1.000, manchmal sogar 2.000 Euro an Einnahmen pro Monat rechnen. Deswegen sage ich, EduBirdie ist eine absolute Goldgrube, auch für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch sprechen können. Weil ihr könnt zum Beispiel auf solche Plattformen gehen, wie zum Beispiel Upwork, gebt dann einfach hier oben, sagen wir mal, den Begriff ein, sagen wir mal, Ghostwriter oder sowas. Und wenn ihr das tut, dann findet ihr natürlich alle möglichen Freelancer, die euch genau solche Dienstleistungen anbieten. Und ich könnte jetzt hier sagen, gut, ich möchte vielleicht nur Ghostwriter haben, die eine Hourly Rate haben von weniger als $10. Und wenn ich halt praktisch dann hier draufklicke, dann sehe ich natürlich, dass es alle möglichen Ghostwriter gibt, die zum Beispiel gerade mal $7 pro Stunde haben wollen oder $10 oder $10, $10, $9,50 und so weiter und so fort. Und wenn ich also dann diese Leute mir angucke, dann gucke ich mir vor allen Dingen die Job Success Rate an. Ich gucke mir an, wie viel Geld die Leute verdient haben, weil das auch immer ein gutes Zeichen ist, dass sie jetzt schon ein bisschen Erfahrung haben. Dann wie viel Geld sie pro Stunde haben wollen und natürlich auch, ob die genau das umsetzen können, was ich persönlich gerne haben möchte. Man sieht es hier sehr schön, die zum Beispiel schreibt anscheinend viele Bücher und anscheinend auch einige Bücher rund ums Thema, sag jetzt mal Non-Fiction, das heißt nicht nur Fiction-Bücher, und das ist natürlich etwas, was mich interessiert, weil sie dann vielleicht auch relevant wäre, diese Dame hier zum Beispiel. Beispiel für die Plattform EduBirdie, um ein Outsourcing-Partner zu werden. Und wenn ihr zum Beispiel auch selbst gut Englisch sprechen könnt und gut schreiben könnt, klar, dann könnt ihr auch selbst hier auf der Plattform arbeiten. Dann würde ich euch vielleicht noch Folgendes empfehlen, nämlich übersetzt eure Texte immer mit einem Tool namens DeepL. Hier könnt ihr zum Beispiel halt euren deutschen Text reinschreiben und dann habt ihr die englische Übersetzung hier. Oder natürlich, ihr müsst das vielleicht gar nicht übersetzen, sondern könnt perfekt das direkt im Englischen schreiben. Dann würde ich es aber nochmal überprüfen mit diesem Tool hier. Das nennt sich Grammarly, und da könnt ihr zum Beispiel, sag ich mal, hier auf New draufklicken und könnt hier einen Text eingeben, so etwas wie, sowas wie Today is a good day, würde ich jetzt mal schreiben. Und ich mache mal ein paar Fehler rein. Today is a good day. Und es würde dann halt die Fehler erkennen. Zum Beispiel hier würde ich dann draufklicken und es würde mir sagen, hier, Todia ja, ist wahrscheinlich falsch und Today ist wahrscheinlich richtig. Und dann kann ich hier draufklicken und schon wird das Ganze korrigiert. Und dasselbe könnt ihr auch machen. Und wichtig ist vor allen Dingen auch hier, dass ihr Informationen bekommt über die Correctness, über die Clarity, über das Engagement und die Delivery. Das heißt, ob der Text auch alle von diesen Charakteristika erfüllt und dementsprechend ein guter Text ist. Das heißt, es hilft euch auch direkt dabei, bessere Texte zu schreiben. Genau, und ihr müsst dann, wie gesagt, einfach nur Folgendes machen, nämlich ihr müsst einen guten Freelancer finden, müsst ihr dann regelmäßig diese Aufträge zuschicken, die ihr bekommen habt, direkt hier über EduBirdie. Und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr euch natürlich die Gewinne einstreichen. Auch wenn ihr übrigens mehr zu diesem Thema wissen möchtet, ich habe euch einen Link zu dem Ghostwriting Meisterkurs in die Videobeschreibung reingetan. Da sind viele, viele Methoden drin, wie ihr richtig gutes Geld mit genau dem hier, also mit Ghostwriting verdienen könnt und vor allen Dingen, wie ihr euch davon auch ein System aufbauen könnt, von dem ihr wirklich gut leben könnt. Deswegen, falls euch das Ganze interessiert, dann schaut gerne mal rein. Der Kurs, der war auch früher ein bisschen teurer, ich habe ihn jetzt ein bisschen runtergesetzt. Das heißt, falls ihr euch noch zu diesem etwas günstigeren Preis den Kurs holen wollt, dann schaut, wie gesagt, gerne mal in die Videobeschreibung rein. Gut, kommen wir dann nochmal kurz zurück zum eigentlichen Thema EduBirdie. Vielleicht noch eine kleine Sache. Ihr könnt hier mal hier oben auf How It Works draufklicken und da werdet ihr Folgendes sehen. Nämlich, wenn die Kunden hier auf die Plattform draufkommen, dann geben sie zuallererst mal Details, was sie gerne haben wollen. Dann können sie sich den Writer auswählen, können einfach anklicken und anschließend dann kriegt der Writer direkt die Aufträge und die können dann tracken, wie weit wir sind. Und dann natürlich kriegen sie den Essay und wir kriegen das Geld. Das heißt, wir müssen zuallererst die Arbeit fertigstellen, dann bekommen wir das Geld, das ist wichtig, und der Kunde kann uns, sag ich jetzt mal, wählen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auch gute Bewertungen haltet, dass ihr also nicht nur, sagen wir mal, für große Aufträge eure beste Leistung gibt, sondern auch für kleine, weil jeder Auftrag gibt euch eine Bewertung, die vollkommen gleichberechtigt ist. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt 10 Bewertungen, davon sind 5 Aufträge richtig groß und 5 Aufträge ziemlich klein, dann werden dennoch die Bewertungen genau gleich stark gewichtet. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass egal welchen Auftrag ihr annehmt, immer versucht, diese Bewertung hochzuhalten. Wenn ich zum Beispiel hier oben auf Writers draufklicke und mir die erfolgreichsten Writer anschaue, dann sehe ich natürlich, dass sie alle eine extrem gute Bewertung haben und 99% der Aufträge zum Beispiel fertig bekommen. 99%, hier sogar 100%, 99% und so weiter und so fort. Und die kriegt dann übrigens auch Abzeichen, und das sind diese hier, zum Beispiel Proven, Reliability, Customer Satisfaction, andere haben dann sogar noch 3 von denen. Mal gucken, hier zum Beispiel diese Person, Proven Reliability, Customer Satisfaction und Proven Punctuality. Das heißt, die Personen sind pünktlich, die sind schnell, die sind gut und sowas wollt ihr natürlich auch haben, wenn ihr zu der Creme de la Creme gehören möchtet auf dieser Plattform hier.
Genau, das war es dann tatsächlich hier auch schon für dieses Video. Ich halte EduBirdie für eine absolute Goldgrube. Was denkt ihr über die Plattform? Schreibt es gerne mal in die Kommentarsektion rein. Das war es dann nun. Ich danke euch. Schaut wie gesagt gerne mal in die Videobeschreibung rein. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem von meinen anderen Videos wiedersehen können.